Heute geht es um Achtsamkeit für Top-Performer. Eine ungewöhnliche Mischung, denn normalerweise denkt man an Räucherstäbchen und Om. Aber heute zu Gast ist eine Person, die Marketing-Chefin von BMW Asia war und die gleichzeitig auch Executive Coach ist für die Top-Führungskräfte da draußen. Sonja Piontek. Sonja, freue mich, dass du die Zeit gefunden hast. Hallo, grüß dich, lieber Vlad, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich riesig, heute hier sein zu dürfen. Ja, und bin gespannt auf das Gespräch. Das bin ich auch, Sonja. Und zwar bist du ja eine ungewöhnliche Mischung zwischen Konzernerfolg, Marketingchefin wird man ja nicht alle Tage, aber gleichzeitig auch dieses spirituelle Thema der Achtsamkeit, wo man manchmal an Meditation, an Räucherstäbchen, ein Om denkt. Insofern gleich die erste Frage: Wie kamst du denn eigentlich dazu, dich mit dem Thema Achtsamkeit zu beschäftigen? Und zwar nicht irgendwie, sondern gleich auch einen Spiegel-Bestseller zu diesem Thema rausgehauen hast. Das ist ganz lustig, wie du gerade von spirituellem Thema der Achtsamkeit geredet hast und Om und Meditation. Da ist bei mir so ein gewisser Trigger-Alarm hochgegangen. Ich habe nämlich Teile meiner Kindheit und frühen Jugend in einer indischen Sekte verbracht, weil meine Eltern, also meine Mutter in dieser Sekte war. Und ich, also wenn ich das mal so auf den Punkt bringen darf, war eine tolle Zeit, war auch jetzt keine irgendwie negative Sekte, aber ich hatte für mein Leben erstmal ausmeditiert. Das heißt, so das Thema Achtsamkeit gab es in meinem Sprachgebrauch eigentlich nicht. Was ich dann aber irgendwann begriffen hatte, ist, dass ich gelebte Achtsamkeit ganz stark schon sehr lange in meinem Leben hatte und das Teil sowohl meines Erfolges als auch des Erfolges von Menschen um mich herum, die ich gecoacht habe, die ich begleitet habe, die ich geformt habe und wirklich auf ein anderes Level gehoben habe, dass da diese gelebte Achtsamkeit eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Und da war dann irgendwann der Punkt, wo ich für mich beschlossen habe, warum schreibe ich nicht ein Workbook, wo es mal um Achtsamkeit geht für erfolgreiche Menschen, für Menschen, die wirklich mit zwei Füßen auf dem Boden stehen und eben nicht die Fliese spüren möchten, sondern die sagen, hey, ich will aus meinem Leben was rausholen, ich möchte glücklich sein, ich möchte erfolgreich sein, ich möchte noch was bewegen, hilf mir. Und so ist dieses Buch entstanden, ist letztes Jahr auf den Markt gekommen und nur anderthalb Monate nach Erscheinen dann wirklich auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Und das macht mich einfach so glücklich, weil es damit natürlich ganz viele Menschen erreicht und vielen Menschen auch helfen konnte jetzt schon. Und lass uns mal inhaltlich da reingehen. Ich bin ja von meiner Ausbildung her Jurist und gucke gerne auf die Definitionen von Begriffen. Du hast ja gleich am Anfang den Begriff in deinem Buch definiert auf zweifache Art und Weise. Einmal die klassische Definition, Achtsamkeit zu sein, im Hier und Jetzt zu sein, physisch und psychisch die fünf Sinne einzuschalten und wirklich diesen Moment zu genießen, diesen Augenblick des Jetzt. Das habe ich sehr häufig gelesen. Und dann kam aber der Twist, dass du auch sagst, achtsam leben bedeutet auch, sich selber zu achten und eine gewisse Selbstachtung, Selbstwertschätzung an den Tag zu legen. Und später kommt ja auch in deinem Buch der Punkt, was macht mich einzigartig, was macht mich besonders, was sind eigentlich meine Stärken? Kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen? Also inwieweit spielen diese beiden Dinge zusammen? Auf der einen Seite im Moment zu sein, im Hier und Jetzt, Eckhart Tolle würde sagen, the power of now, aber gleichzeitig auch sich selbst zu achten und sich selbst wertzuschätzen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, wirklich zum einen sich selber erstmal kennenzulernen, zu verstehen, wer bin ich überhaupt? Und aber auch ganz klar das Geschenk des Lebens, das Geschenk unserer vielen Gaben, Stärken, wirklich mal anzunehmen und für sich einfach mal zu begreifen, das, was ich hier habe, ist ein Wahnsinnsgeschenk und eine unglaubliche Möglichkeit. Wenn ich jetzt also nur da sitze und versuche irgendwie den Stuhl zu spüren, dann bin ich zwar schön im Jetzt, aber es bringt mich nicht so wahnsinnig weiter. Wenn ich aber sage, hey, ich bin auf diese Welt gekommen in einer Konstellation, die einfach so ist, wie sie ist und wir alle haben unsere Herausforderungen, wir alle haben irgendwo unsere riesen Geschenke bekommen. Aber wenn ich mir dann wirklich mal Gedanken mache, wer bin ich überhaupt? Was habe ich alles mitbekommen auf diesem Lebensweg? Dann kann ich anfangen, damit sehr achtsam, also sehr wertschätzend umzugehen und kann sagen,
warum mache ich daraus eigentlich nichts? Und insofern, dieses Buch ist in 5 Teile unterteilt. Das erste ist einfach mal, wer bin ich überhaupt? Dass ich mir mal wirklich anschaue, was sind meine Stärken, was macht mir Spaß, wie ticke ich, was bin ich für ein Typ Mensch? Ganz ehrlich, zum Teil sehr einfache Fragen, zum Teil Fragen, die sehr einfach wirken und dann doch ganz schön tief gehen. Dann geht es in einem zweiten Schritt darum, wo komme ich überhaupt her? Also was habe ich schon erlebt, was habe ich schon erreicht? Von Aufs und Nieders. Ich meine, wir stehen jetzt hier natürlich jeder von uns an einem Punkt im Leben, wo schon echt was passiert ist. Und da darf man auch mal ganz bewusst hinschauen und sagen, okay, was habe ich schon alles überlebt, toll gemanagt, erreicht, geschafft? Was habe ich wirklich in diesen so und so vielen Jahren für mich schon wirklich aufs Papier gebracht, auf die Straße gebracht? Und wir stehen ja hier, wo wir diesen Podcast hören und sind da. Dann geht es weiter. Wo will ich überhaupt hin in meinem Leben? Dass ich mir das mal wirklich im Detail überlege, wo will ich hin? Wissen viele nicht. Das ist so, ja, ich bin unglücklich. Ja, und wo willst du hin? Ich will glücklicher werden. Ja, und was konkret? Und da hört es ja schon oft auf. Und dann wirklich diese Bestandsaufnahme zu machen, wo stehe ich in welchen Bereichen? Wo stehe ich im Thema Karriere? Wo stehe ich im Thema Partnerschaft? Wo bin ich? Wo ist da so mein Level an Zufriedenheit, wo bin ich vielleicht an einem Punkt, wo ich sage, hey, da habe ich eigentlich schon alles erreicht, aber in einem anderen Punkt, da wäre noch Luft nach oben. Und dann in einem fünften Bereich wirklich schön hintereinander aufgebaut, wie komme ich da überhaupt hin? Weil allein die Formulierung eines, da würde ich gerne hinkommen, die ist es halt noch nicht. Da muss ich mir dann schon auch überlegen, wie kann ich, und das ist ein ganz großes Thema in dem Buch auch, wie kann ich selbst Verantwortung für mich und mein Leben übernehmen, für dieses Geschenk, was mir gegeben wurde? Wie kann ich das achten, nutzen und wirklich für mich das Beste draus machen? Und da darf auch wirklich monetärer Erfolg dazu kommen. Sehr gut, da freuen sich, glaube ich, auch meine Abonnenten. Wer hätte nicht gerne ein paar tausend Euro mehr auf dem Konto? Du Und es hast ja ist in deinem valide, man Workbook. darf das. Entschuldigung, wenn ich das so sage, man darf das. Sorry dafür das Unterbrechen, aber es ist oft so dieses, es ist so, man darf kein Geld haben wollen. Doch, darf man. Und Erfolg ist ziemlich geil. Yes, da kommen wir gleich nochmal zu, was eigentlich im Leben geil ist und was auch dein Leben so geil macht und ausmacht, weil du hast ja deine Hunderten von Fragen für dich beantwortet. Bevor wir jetzt auch ein bisschen mehr zu dir konkret als Person kommen, weiß ich, dass meine Community extrem gespannt ist auf so ganz konkrete Nuggets. In deinem Buch hast du ja Hunderte von Fragen und sicher hast du als Autorin zu den Bereichen oder auch allgemein vielleicht drei deiner Lieblingsfragen mitgebracht, die vielleicht einfach klingen, wo auch aus deiner Erfahrung, aus deiner Coaching-Erfahrung, aber einfach sehr viel geschieht, wenn man die Frage nicht einfach so hört und sagt, oh ja, das ist eine gute Frage, sondern Räumen wenn wir mal man sich, Kreuzchen. genau, mache ich mal ein Kreuzchen, sondern wenn man sich wirklich mit einer Tasse Tee an einem Sonntagvormittag mal hinsetzt und über diese drei Fragen nachdenkt. Und was wären denn diese drei Fragen für Top-Performer, für Leute, die jetzt hören und sagen, Vlad und Sonja, ich möchte jetzt diese Fragen haben, Ja. ich möchte durchstarten. Was sind diese drei? Ich würde gern vor allen Dingen den Fokus auf eine ganz wesentliche Frage richten. Es ist eine meiner Lieblingsfragen in dem Buch, einfach weil sie so unglaubliches Potenzial hat. Und zwar, wir alle begeben uns ja in unserem Leben, sind wir mit Menschen zusammen, sowohl körperlich, räumlich als auch auf emotionaler Ebene. Und man sagt ja immer so schön, zeig mir deine 5 besten Freunde und ich sag dir, wer du bist. Hast du 5 rauchende, dicke beste Freunde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht auch ab und an mal zu oft in die Chipstüte greifst und die Fluppe in der Hand hältst, relativ hoch. Genauso natürlich hast du irgendwie erfolgreiche Business-Freunde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du selber auch in die Richtung dich entwickeln kannst oder schon entwickelt hast, sehr groß. Und deswegen ist diese Übung, und die erscheint jetzt erstmal ganz banal, ist aber brutal schwierig, wenn man sie ehrlich macht. Nimm dir jetzt gern mal, mach das gerne jetzt hier parallel, einen Zettel und schreibe 10 Namen untereinander von den Menschen, die im Moment, wirklich Momentanaufnahme, die im Moment die 10 präsentesten Menschen in deinem Leben sind. Das können
Der Partner sein, die Kinder, die Eltern, der Nachbar, die Arbeitskollegen, die Mitarbeiter, der Chef, das sind so die naheliegenden. Aber es kann zum Beispiel auch jemand sein, dessen Podcast du wöchentlich hörst, der einfach einen große Präsenz bei dir hat. Es kann aber auch zum Beispiel, wenn dein Partner eine übergriffige, sehr schwierige Mutter hat und die muss ja noch nicht mal im selben Ort wohnen. Aber wenn die so ständig sich so in die Beziehung mit einmischt, dann ist die räumlich nicht da, ist aber trotzdem sehr präsent. Und insofern schreib mal die 10 präsentesten Menschen in deinem aktuellen Leben auf. Und dann machst du was vermeintlich wieder sehr Einfaches. Du machst jeweils ein Smiley dahinter. Es gibt einen lächelnden Smiley, einen neutralen Smiley und einen negativen Smiley. Diese Smileys heißen nicht, ich mag die Person oder ich mag sie nicht oder das ist eine gute Person oder nicht. Diese Smileys heißen, tun dir diese Personen aktuell gut. Und jetzt kommt der wirklich schwierige Part. Wenn dein Partner zum Beispiel gerade durch eine sehr schwierige Phase geht, wenn deine Mutter gerade ins Altenheim gekommen ist, dann kann es sein, dass du einer geliebten Person, die dir alles bedeutet, in diesem aktuellen Moment einen negativen Smiley geben musst, weil sie dir gerade Energie ziehen, weil sie dir nicht gut tun. Das heißt nicht, dass du den Kontakt abbrechen musst. Das heißt nicht, dass du diese Person nicht magst. Aber das ist einfach mal wichtig, diese Energiebilanz aufzubauen. Tun dir die gerade gut und tun dir die bei der Verwirklichung deiner Ziele gut? Kann man auch unterschiedliche Fragestellungen machen. Und wenn du dann diese 10 Personen wirklich ehrlich bewertet hast, du wirst sehen, wenn du an einen geliebten Menschen kommst, der dir gerade Energie zieht, dann wird es echt schwer, da ehrlich zu sein. Ja, aber ich muss dem doch mindestens neutral, weil die ist doch so nett. Nein, wenn sie dir gerade Energie zieht, kriegt sie ein negatives Smiley. Und dann ganz ehrlich gucken, wie viele lächelnde Smileys habe ich? Menschen, die mir wirklich gut tun, die mich auf meinem Weg nach oben begleiten, die meinen Zielen dienlich sind. Wie viele Neutrale habe ich? Da können schon mal ein paar dabei sein. Das ist okay. Aber jetzt wird es kritisch. Wie viele Negative habe ich? Wenn jetzt zum Beispiel gerade deine Mutter ins Altenheim gekommen ist und dein Partner oder dein Kind gerade eine ganz schwierige Phase in der Schule hat, dann sind es zwei Menschen, die sind Teil deines Lebens und für die bist du natürlich da. Wenn du jetzt aber noch parallel dazu Stress mit deinem Nachbarn hast, in der Arbeit noch irgendwie ein, zwei negative Personen hast, dann bist du auf einmal bei 5 Negativen, die dir brutal viel Energie ziehen, die dich negativ beeinflussen, die ständig irgendwie auf dich einhämmern. Und da musst du ganz bewusst sagen, okay, wie kann ich die Anzahl der Negativen reduzieren und wie kann ich die Anzahl der Positiven erweitern? Weil du musst, und da gibt es jetzt keine fixe Formel, du musst mindestens Summe X, aber du solltest schon deutlich mehr Positive haben. Und wenn du zum Beispiel sagst, du hast gerade zwei Familienmitglieder, wo es gerade echt schwierig ist, dann musst du halt schauen, wie kriege ich das mit dem Nachbarn gelöst. Wenn es jetzt jeden Morgen irgendwie in der Früh ein Gekäbbel gibt, mein Gott, dann fahr eine halbe Stunde früher in die Arbeit, geh dem aus dem Weg und mach es einfach gerade mal zum Non-Topic. Es muss nicht jedes Thema sofort gelöst werden, aber du musst es für dich erstmal lösen, bis du wieder in der Energie bist. Und wenn du eben ein ganz klassisches Beispiel, wie stark dieses Umfeld funktioniert. Ich war ja, wie du gesagt hast, die Marketingdirektorin für BMW für viele Jahre. Und irgendwann war bei mir so diese tiefe, tiefe Frage, die ich viele Jahre nicht ganz zugelassen habe. Was, wenn das noch nicht alles ist? Wenn da noch so viel mehr geht, wenn da noch so viel mehr in meinem Leben auf mich wartet. Ich habe in Deutschland schon immer mal wieder so einen Ansatz dieser Frage zugelassen, aber sofort wieder vehement weggestoßen. Und als ich dann nach Asien gezogen bin, ich habe viele Jahre ja in Asien verbracht beruflich, und als ich dann aber in Singapur über 3 Jahre lang die Marketingdirektion dort übernommen habe, hatte ich in meinem Freundeskreis ganz wenig Angestellte, sondern ganz viele Unternehmer, Selbstständige, Menschen, die unglaublich interessante Lebensläufe hatten, die wahnsinnig erfolgreich waren. Also ich war ganz aktiv im Singapore Polo Club, bin viel in der Region rumgereist, habe wirklich ganz tolle Freunde,
die einfach wesentlich größer gedacht haben als ein Angestellter. Und als ich für mich dann gesagt habe, irgendwie diese Frage lässt mich nicht los, da muss ich jetzt mal wirklich hinhören. Ich glaube, ich muss die Komfortzone, und die war bei mir wirklich extrem komfortabel, ich muss diese super Komfortzone der Konzernkarriere, dieses Konzern-Setups in einer der geilsten Firmen der Welt aufgeben, um für mich nochmal richtig einen Sprung nach vorne zu machen, dann kann ich nur sagen, diesen Sprung hätte ich in Deutschland nicht gewagt. Warum nicht? Weil in Deutschland mein Umfeld Angestellte waren, zu 80%. Und als ich denen dann gesagt habe, dass ich mit dem Gedanken spiele, bei BMW zu kündigen, hat jeder Einzelne unisono gesagt, Sonja, das kannst du, man kündigt doch bei BMW, doch nicht aus dieser Position. Also das war blankes Entsetzen. Dieselbe Information an meine asiatischen Kollegen, Freunde, an mein Umfeld, also nicht Kollegen, sondern an mein Umfeld in Asien, meine Freunde, Menschen, mit denen ich meine Zeit verbracht habe. Jeder Einzelne. Genial, was machst du? Wow, das wird erfolgreich. Oft sogar gesagt, wow, das wird richtig toll, Gratulation, bevor sie überhaupt gefragt haben, was ich mache. Und dieses Umfeld hat mir den Mut gegeben, dazu zu sagen, jetzt mache ich's. Und genauso ist es eben, wenn wir in unserem Leben etwas erreichen wollen, wenn wir in unserem Leben etwas verändern wollen, dann müssen wir ganz genau auf unser Umfeld schauen. Weil wenn ich eben zu viele Reichsbedenkenträger, Nörgler, Negativmenschen, Problemfelder um mich rum habe, dann wird das nichts mit dem Erfolg und mit der Verwirklichung und mit dem Glücklichsein leider auch nicht. Und das ist für mich also so eine der Kernfragen, wo ich mit sehr viel Verantwortung dann natürlich aber auch erst ehrlich sein muss und dann wirklich agieren muss, wenn ich was bewegen möchte. Ja, vielen Dank für die Ausführung. Ich glaube, ein persönliches Beispiel, damit es auch fassbarer wird von mir. Ich habe ja mit 19 bin ich ausgezogen aus meinem Elternhaus, bin nach München gegangen und eine der ersten Gruppen, in die ich beigetreten bin, weil ich ursprünglich Diplomat werden wollte, war bei der Hochschule für Politik. Und ich konnte mich nicht entscheiden zwischen einem Jura- und einem Politikstudium. Habe Eltern gefragt, habe Lehrer gefragt, was von beiden sollte ich denn machen? Und habe eine ganz schwierige Entscheidung dann für Politik getroffen und gesagt, okay, ich studiere jetzt Politik. Das macht mir mehr Spaß. Und in dieser jungen Gruppe, da waren alle so zwischen 19 und 25, habe ich dann plötzlich Menschen getroffen, Jungs und Mädels, die gesagt haben, also ich mache ein Doppelstudium. Und ich so, wie Doppelstudium? Auf die Idee bist du gar nicht gekommen, oder? Nee, die Idee, genau, was ist das? Und dann, ich bin einfach hier an der Hochschule für Politik eingeschrieben, für Politik und an der LMU München für Jura. Und ich habe gesagt, hä? Also was die können, das kann ich doch auch. Mhm. Also die atmen sowas. Gleich, die trinken das Gleiche, die essen genau den gleichen Döner nach unserer Session. Und das war für mich ein erstes Beispiel, wo ich sozusagen aus dem gewohnten Umfeld von zu Hause bin, wo diese Idee ja vielleicht irgendwo theoretisch da war, aber nicht praktisch umgesetzt wurde. Und wo durch dieses neue Umfeld in dieser kleinen Gruppe, wo sich junge Menschen mit Diplomatie beschäftigt haben, für die war das so klar. Na klar, als Diplomat musst du Politik verstehen und du musst die Gesetze verstehen, dann bist du guter Diplomat. Und das war so quasi billig, dass ich mich dann sofort im zweiten Semester dafür entschieden habe, jetzt mache ich auch ein Doppelstudium. Und das ist so ein kleines Beispiel, um vielleicht meinen Hörern auch mitzugeben, was für eine große Bedeutsamkeit es hat, nicht nur aus der Komfortzone auszutreten, sondern auch aus der Bekanntschaftszone rauszutreten. Ja. Weil häufig stellt man sich bei Komfortzone vor, okay, ich versuche jetzt irgendwie eine neue Sprache, Chinesisch zu lernen oder sowas, aber auch einfach eine andere Bekanntschaften zu knüpfen. Richtig, die Leute, die nichts mit dir zu tun haben. Genau, und es geht eben nicht immer gleich darum, kündige deinen Job, lass dich scheiden und wander aus. Nein, überhaupt nicht. Manchmal geht es einfach nur darum, lass dich mal anders inspirieren und lass dich nicht so runterziehen. Weil es bringt doch nichts, immer nur mit Energiesackern zusammen zu sein und sich zu wundern, warum es mit dem eigenen Leben nicht vorangeht. Und ich arbeite ja sehr viel mit sehr erfolgreichen Menschen zusammen. Und was ich da immer wieder feststelle, die sind sehr bewusst allesamt in der Auswahl ihres Umfeldes. Sehr bewusst. Und ich bin mittlerweile Gott sei Dank auch an dem Punkt, wo ich sehr klar und sehr bewusst mir auch meine Kunden auswählen darf, kann.
Ist ein Luxus, den muss man sich erarbeiten. Aber wo ich auch ganz klar sage, wenn die Energie nicht stimmt, dann mache ich es nicht. Weil es ist meine Lebenszeit. Und das ist eben dieses Achtsame mit dem Leben, mit sich selbst umzugehen, eben auch zu sagen, es ist meine Lebenszeit. Und natürlich kann ich mal irgendwo irgendwie mal einen Nachmittag verschwenden, der irgendwie dann nicht so toll war. Und vielleicht sitzt man auch mal in einem Meeting, wo man sich danach denkt, Halleluja, was für eine Zeitverschwendung. Passiert alles. Aber das darf eben nicht zur akzeptierten Norm werden. Okay, Weil da sehr wird es dann gut. Das heißt kritisch. also, die erste Lieblingsfrage ist die Frage, diese 10 Personen, mit denen man am meisten Zeit verbringt, und dann diese Smiley-Analyse zu machen. Was wäre deine zweite Lieblingsfrage, um sofort ins Nachdenken zu kommen und sein Leben und sein Ich ein bisschen zu verändern? Ich glaube, was wir uns, also was ich für mich immer wieder gerne mache, wenn ich mit Menschen anfange zu arbeiten, wenn ich auch für mich selber einfach noch mal einen Schritt weiter mich entwickle, ist ganz klar die Frage danach, was kann ich und was macht mir Freude? Und zwar nicht nur so dieses, ja, ich weiß ja, worin ich gut bin. Nein, wirklich dich mal hinzusetzen und ganz gezielt dir zu überlegen, was sind die Dinge, die mir richtig viel Freude bereiten, die mir sehr leicht fallen, die ich mit Leichtigkeit sehr gut machen kann? Was sind die Dinge, wo ich wirklich mit einem Strahlen dastehe? Und diese Frage, nicht nur so, ja, also ich mache das ja bei Keynotes oft mal, dass ich dann auch frage, wer von euch kennt denn seine Stärken? Und da kommen oft so, ja. Und wenn du dann sagst, könntet ihr sie wirklich auf den Punkt bringen, da gehen die Hände ganz schnell wieder nach unten. Weil es ist so dieses, ja, ich weiß schon, worin ich gut bin. Konkret. Also da wirklich sich auch mal die Zeit nehmen, sich vielleicht auch mal hinsetzen und sagen, Vlad, du kennst mich jetzt seit so und so langer Zeit. Wo siehst du meine Stärken? Was ist das, wo du sagst, wow, dafür bewundere ich dich? Und das darf man gerne auch mal so fragen, dass man wirklich mal in seinem Umfeld sagt, Vlad, was ist die eine Sache, wo du mich völlig für bewunderst? Das ist gewöhnungsbedürftig vielleicht die Frage, aber da kommen Dinge zurück, wo man sagt, echt? Also das habe ich nämlich auch relativ häufig. Menschen, die sehr gut schon sind, die viel erreicht haben, die haben oft so ein, das ist doch normal Verständnis. Das heißt, dieses Bewusstsein, dass das, was sie können, eine unsagbare Gabe ist, haben viele entweder verloren oder noch nicht gelernt. Und deswegen ist diese Außenthematik nicht, wie schätzt du mich ein, sondern einfach mal, was ist die eine Sache, die du am meisten an mir bewunderst? Und da kommen ganz tolle Sachen. Und dann wirklich nicht sofort runterreden oder erklären, sondern einfach zuhören. Und zwar ganz bewusst zuhören. Und es wirklich mal wirken lassen, weil das ist auch sowas, wir sind ja in so einer bloß nicht loben Gesellschaft Kultur groß geworden. Das heißt, wenn du was Nettes sagst, oh, hast du eine schöne Bluse an? Ja, die war aber ganz günstig. Nee, einfach mal wirklich und das wirklich auf einer anderen Ebene natürlich wirklich einfach mal zulassen. Und Ja, probiert es mal. sehr gute Frage, sehr guter Tipp. Ich würde da sogar eine dritte Frage hinzupacken, die du schon kurz gestreift hast vor 10 Minuten, und zwar auch das Thema Geld. Also sich zu fragen, was kannst du gut? Sich zu fragen, was macht dir gleichzeitig auch Spaß, wo du durch gut drin bist? Und dann die dritte Frage, ja, womit kannst du dann auch Geld verdienen? Und für mich selber auch eine kleine persönliche Anekdote, war das gar nicht selbstverständlich, weil Rhetorik war, was mich interessiert hat, wo meine Stärke drin war, wo ich gut drin war. Ich bin dann im Debattierclub und auf Turniere gefahren und so weiter. Aber dieser Switch zu Rhetorik und Geld, da habe ich auch erstmal drauf kommen müssen, was kann man denn da machen? Zum Beispiel Rhetorik für Führungskräfte. Das heißt also nicht im Debattieren mit 19-Jährigen oder 22-Jährigen, sondern Führungskräften beizubringen, wie sie beispielsweise besser in Meetings schlagfertiger werden, Keynotes halten und so weiter und so fort. Und ich glaube, mit diesen drei Fragen, also wo bist du gut drin, plus was macht dir Spaß, plus wo kriegst du das Geld, ob jetzt angestellt oder selbstständig, sei mal Absolut. dahingestellt. Ich glaube, damit hat man schon eine ziemlich coole Ausgangssituation, oder? Absolut. Wobei man da auch echt mutig sein darf, eben bei, jetzt ist Rhetorik schon noch eine Sache, da ist, glaube ich, kriegen viele noch nachvollzogen, dass man damit Geld verdienen kann. Aber es gibt ja manchmal so skurrile Ideen, wo du dir denkst, okay, und damit willst du Geld verdienen. Da einfach nicht dieses geht ja nicht und erstmal nein, nein, nein und 100 Gründe, warum es nicht geht, sondern da auch mal wirklich zulassen,
ganz kreative, verrückte Ideen mal zuzulassen, weil wenn man sich so anschaut, mit was Menschen auf dieser Welt schon Geld gemacht haben, ey, the sky's the limit. Also das ist wirklich, da ist ja echt alles möglich. Man muss natürlich durchaus schon auch realistisch genug sein und sich selber auch fragen, bin ich der Typ dazu, mit einer vielleicht ungewöhnlichen, verrückten Idee wirklich durchzustarten? Weil ja, es gibt keine Decke nach oben, aber was viele eben auch unterschätzen, es gibt halt auch keinen Boden nach unten. Und Unternehmertum, Selbstständigkeit falsch angegangen, kann ganz schön wehtun. Und das muss man, dessen muss man sich auch bewusst sein. Bin ich der Typ dazu? Bewege ich mich innerhalb meiner Stärken? Habe ich Freude daran? Und kriege ich das? Besteht da eine realistische Chance, dass ich das erfolgreich hinkriege? Und jetzt bin ich gespannt auf die letzte, dritte Frage. Was ist dann noch eine Frage? Wir nehmen das ja an einem Samstag heute auf, wo ich auch persönlich mal mich morgen hinsetze bei einer Tasse Tee und über die dritte Frage auch nachdenke. Die dritte Frage, weil wir haben ja gesagt, es geht vor allen Dingen um Achtsamkeit für High Performer. High Performer haben eine Leistungsbereitschaft und eine Leistungsfähigkeit, die sagenhaft ist, die wirklich sagenhaft ist. Und die Gefahr darin besteht, dass High Performer so gerne, mit so viel Freude, so übermäßig viel geben, dass der Part des Batterienaufladens und einfach mal Nichtstuns, also allein das Wort Nichtstun triggert bei vielen High Performern total, weil Nichtstun gibt es nicht. Das ist aber ein ganz wesentlicher Part des Erfolges, sich auch mal, und es geht nicht darum, lock dich aus für 4 Wochen und mach überhaupt nichts mehr. Aber es geht darum, bewusst sich Glücksmomente regelmäßig zu schaffen. Bewusst mal zu sagen, okay, jetzt bin ich mal 1-2 Stunden wirklich nicht am Rechner. Jetzt gehe ich mal raus in die Natur. Und sich wirklich zu fragen, was sind die Dinge, was sind Aktivitäten und was sind Umfelder, die mir gut tun, um auch in diesem High-Performance-Modus wirklich mal ganz entspannt runterzukommen und mal Kraft zu sammeln, auch wenn ich das Gefühl habe, brauche ich ja gar nicht. Und das ist ja die Gefahr oft. Und deswegen, also für mich sind es ganz klar die Berge. Ich bin deswegen auch jetzt nach Kitzbühel gezogen, lebe mitten in den Bergen im absoluten Paradies. Wer das Video sieht, hinter mir die Wilde Kaisergruppe. Das ist wirklich, ich lebe im totalen Bergdoktorparadies auf einem Chalet. Aber auch ganz bewusst, weil für mich sind die Berge Kraftorte. Würde ich jetzt in München wohnen, würde ein Besuch der Berge jedes Mal eine gute Stunde dauern. Genug Entschuldigung ist dann nicht zu tun. Jetzt, wo ich hier bin, kann ich auch mal mittags rum, wenn ich zum Beispiel zwischen 2 Meetings 1,5 Stunden Zeit habe und sage, jetzt wäre eigentlich ein guter Moment, mal den Laptop zu verlassen, springe ich kurz aufs E-Bike oder laufe kurz los und bin halt sofort am Berg. Und das ganz bewusst, sich immer wieder zu fragen, was tut mir gut, auch wenn ich das Gefühl habe, ich brauche es ja gerade gar nicht. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wir brauchen es alle. Und gerade, es gibt ja diesen tollen Spruch, geh jeden Tag 1/2 Stunde raus in die Natur. Und wenn du sagst, du hast die Zeit dafür nicht, dann mach's 1 Stunde. Sehr gut. Und Stichwort rausgehen. Ich habe nachher noch eine Frage an dich bezüglich deiner Expeditionen. Du hast ja im Vorgespräch gesagt, bei dir geht es nicht nur nach Kitzbühel, also Österreich, glaube ich, sondern auch hin und wieder mal in die Mongolei beziehungsweise nach Botswana. Bevor ich aber zu den Expeditionen komme, noch eine letzte Frage zu deinem Buch. Und übrigens auch von mir nochmal eine Leseempfehlung, auch deswegen, weil so viele kluge Fragen hier versammelt sind. Also das heißt, mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Und du schreibst auf Seite 246 etwas, wo ich auch, du sagst ja gerne das Wort getriggert, wo ich auch so getriggert war. So, wie soll ich das denn machen? Und zwar bin ich ein Mann, der ungern tanzt. Das als Vorbemerkung. Und zwar lautet das Zitat: Also tanze dein Leben, tanze nach der Melodie deines Herzens und lass dich nicht vom Lärm der Welt aus dem Takt bringen. Und sicherlich meinst du das Tanzen. Für dich.
eher metaphorisch, hoffentlich. Stell dir vor, ich kann überhaupt nicht tanzen. Du hast aber trotzdem einen Hive-Performer vor dir. Was bedeutet das für die Leute, die das jetzt nicht sofort verstehen? Tanze nach der Melodie deines Herzens. Was bedeutet das? Geil. Also ich liebe es. Zwei Antworten. Die erste ist wirklich, lass es uns wörtlich nehmen. Tanze wirklich mal. Ich bin selber ein grottenschlechter Tänzer und das ist jetzt kein, untermauere hier meine Fähigkeit. Nee, ich habe einfach ich hab den Groove nicht. Ich habe es einfach nicht. Mach mal, dreh mal richtig lauten Abba-Song auf. Versuch alles auszublenden, was an Wertungen, Bewertungen, Verurteilungen von außen kommen können für jemanden, der einfach vielleicht nicht so den Groove in der Hüfte hat. Und tanz einfach mal ganz ausgelassen. Und du wirst sehen, ich fordere dich da gerne heraus. Ich glaube, es wird dir richtig gut tun. Und du musst weder einen Tanzwettbewerb gewinnen, noch der sexiest man on the planet sein in dem Moment. Ich bin es auch nicht. Und ich tanze vom Herzen her gerne, weil es wirklich was mit dem Körper tut. Und wenn es dir nicht gut geht oder du gerade einen Energieboost brauchst und dann aber aufdrehst und kein Aber-Song, bitte, nicht falsch verstehen, wird die Probleme der Welt lösen. Aber was es schafft, es gibt dir ein paar Minuten ein richtig tolles Gefühl im Gesamtsystem und das überträgt sich. Antwort Nummer eins. Und da bin ich gleich gespannt, ob du dich auf das Experiment einlässt. Antwort Nummer zwei ist im übertragenen Sinne. Ich habe selber vor vielen Jahren ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar mitgemacht und da war eine Dame dabei, die war sehr analytisch und hat irgendwie dann immer, also irgendwie, sie hat mich in gewisser Weise dann so getriggert, weil die immer so irgendwie mir zeigen wollte, was ich da noch mache und hier und da. Und irgendwann an einem Tag steht sie vor mir und sagt, Sonja, du hast so Wahnsinnspotenzial. Tanze dein Leben. Und das hat so viel in mir gemacht, weil es wirklich in dem Moment war so ein Moment für mich, wo ich gesehen habe, hey, ich habe dieses Potenzial. Lass es krachen, lass es raus, lass es wirklich ins Leben kommen. Und insofern auf zwei Ebenen, sowohl körperlich als auch im übertragenen Sinne, einfach öfter mal den Abba-Song anmachen und wirklich glücklich, entspannt, ausgelassen, ohne Angst vor Verurteilung, einfach mal tanzen. Also ich mache das auf jeden Fall gleich morgen. Welchen Song? Ich bin kein ABBA-Fan, aber ich nehme gerne ABBA. Welchen Song empfiehlst du? Ich glaube, ich würde dir jetzt empfehlen, The Winner Takes It All. Ah, Aber okay. bitte Vollgas aufdrehen. Also bis zu dem Punkt, falls du Nachbarn hast, die das mithören können, wo du Angst hast, dass sie es vielleicht stören könnte. Und dann wirklich gib ihm. Probier es einfach mal aus. Und wenn du Sehr dich gut. danach nur totlachst, dann hat es auch schon einen schönen Effekt gehabt. Sehr gut, danke für den Tipp, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Also ich werde alle drei Fragen mal durchgehen. Also das mit den 10 Personen und den Smileys habe ich so noch nie gemacht. Dann dieses, was kann ich, was macht mir Freude, plus, wo kann man Geld verdienen? Die Frage habe ich für mich schon gelöst, aber liebe Zuschauer, ihr vielleicht noch nicht. Und dann diese dritte Frage, wie kann ich ganz bewusste Glücksmomente schaffen und dann auch nach der Melodie meines Herzens zu tanzen. Und zum Schluss, was ich dich fragen wollte, was ja auch sehr ungewöhnlich ist, du machst ja Expeditionen mit Leuten in so ungewöhnliche, an so ungewöhnlichen Orten wie zum Beispiel Mongolei oder Botswana. Zwei Fragen dazu. Warum machst du das? Du könntest ja auch auf Malle fliegen und dir dort eine Finca mieten mit deinen Teilnehmern. Und zweitens, warum ausgerechnet Mongolei und warum ausgerechnet Botswana? Es kommt sogar noch ganz viel krasser: Namibia, Wüstenexpeditionen durch die älteste Sandwüste der Welt, die Namib. Warum mache ich das? Jetzt könnte ich ganz arrogant sagen, weil ich kann. Also, da ist natürlich wesentlich mehr dahinter als nur die reine Reiselust. Ich arbeite mit sehr vielen interessanten Menschen zusammen, mit Menschen, die Unglaubliches erreicht haben und die oft an einem Punkt stehen, wo sie in ihrem Leben ganz Großes noch erreichen können, dafür aber ein transformatives Erlebnis, wirklich ein Erlebnis haben müssen. Und natürlich gibt es viele Coaches, die machen einen guten Job, auch in einem Meetingraum, auch über Zoom,
auch in einem Telefonat, das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber richtige Transformation findet halt nicht in den gewohnten vier Wänden statt. Und wenn wir uns auf eine Expedition zu Fuß durch die älteste Sandwüste der Welt bewegen, mit vielen Herausforderungen, mit Momenten, wo es echt eng wird, da ist ganz anderes möglich. Und ich würde an der Stelle gerne von meiner ersten Expedition durch die Namib berichten. Das war der Versuch, und ich sage ganz bewusst Versuch, weil wir waren uns nicht sicher, ob wir es wirklich schaffen. Es war der Versuch, als erste weibliche Gruppe erfolgreich die Wüste Namib zu durchqueren, zu Fuß. Und bin mit 17 Frauen angetreten aus 12 oder 13 verschiedenen Ländern. Und im Vorfeld ist natürlich einiges an Organisation auch notwendig, von Haftungsausschlusserklärungen über Passdaten, die ich haben musste, weil die Wüste ist ein brutal gefährlicher Ort. Das ist einfach der harscheste Lebensraum, den es gibt. Insofern musst du da auch Sondergenehmigungen erstmal einholen, dass du überhaupt durchkommst. Ich gehe auch nur mit einem ganz erfahrenen internationalen Wüstenteam dort rein. Und im Vorfeld müssen aber so Sachen gemacht werden, wie ich brauche von allen Teilen den Pass, um entsprechende Sondergenehmigungen bei der Regierung einzuholen in Namibia. 17 Teilnehmer, jeder lieferte, Ivy nicht. Ivy, eine Investorin aus Singapur. Jeder unterschrieb mir die Haftungsausschlusserklärung, Ivy nicht. Jeder hatte alle Bezahlungen gemacht, die entsprechende Auslandskrankenversicherung abgeschlossen, so sie sie noch nicht hatten, mir geliefert, Ivy nicht. Und es war schon so der Punkt, wo ich gemerkt habe, huch, wir haben hier potenziell jemanden, der uns die Gruppe sprengen könnte. Und ich hatte kein besonders gutes Gefühl im Magen. Wir sind dann in Namibia angekommen und ich mache ganz bewusst den ersten Tag immer auf einer ganz tollen Safari-Lodge, also so ein bisschen wie jenseits von Afrika. Du stehst dann da im Sonnenuntergang mit deinem Glas Rosé-Wein, die Giraffen ziehen vorbei, die Nashörner, die Zebras. Also es ist wirklich Gänsehaut pur. Und Ivy hatte 2 Tage vor der Reise sich noch den Hinternmuskel gerissen, wo ich mir nur gedacht habe, okay, jetzt wird es richtig interessant. Kam dann aber allen Ernstes auch an. Und da dachte ich mir, gut, bin mal gespannt, wie das weiterläuft. Am nächsten Tag sind wir dann an den Rand der Wüste gefahren, haben dann das erste Mal das gesamte Expeditions-Support-Team auch kennengelernt. Das sind wirklich so richtige Rough Desert Men. Also die Jungs, die haben, glaube ich, noch nie in ihrem Leben einen Schuh angehabt. Die leben für die Wüste. Die sind einfach vom Typ her irre, also so richtig Abenteurer. Und Ivy wurde immer ruhiger und immer ruhiger. Und ich dachte mir, ach ja, vielleicht hört jetzt irgendwo so die ganze Fragerei endlich mal auf. Vielleicht läuft es ja jetzt. Und Ziel war dann, am nächsten Morgen um 9 Uhr loszugehen. Ich bin auch gar kein Fan von, wir müssen vorm Sonnenaufgang los. Und nee, also man darf auch durchaus normal aufstehen, erstmal einen Kaffee trinken, schönes Frühstück haben. Und erster Tag natürlich, waren alle ganz schön aufgeregt, weil wir hatten 5 Tage zu Fuß durch die Namib vor uns mit einem GPS-Tracker. Ist durchaus nicht ohne. Und um 8 Uhr waren wirklich alle fix und fertig vorbereitet, standen da ablaufbereit. Und irgendwann war so dieses, ist Ivy eigentlich schon auf? Ich bin dann zu Ivy an ihr Zelt gegangen, habe dann so an der Zelttür in Anführungszeichen geklopft. Sie machte dann auf. Und ich sah eine Bombenexplosion. Ich habe wirklich in meinem Leben noch nie ein unordentlicheres Zelt gesehen. Und in diesem Haufen an Chaos saß ein ganz erbärmlicher Haufen Mensch. Und das war der Moment, wo ich begriffen hatte, dass Ivy Angst hatte. Ich habe mich dann zu ihr gesetzt, habe den anderen gesagt, wartet mal kurz, habe ihn ganz tief in die Augen geschaut. Und habe angefangen, mit ihr zu reden und ihr zuzuhören. Sie hat mir dann gesagt, dass sie noch nie in ihrem Leben alleine im Urlaub war, immer nur mit ihrem Mann oder früher mit ihren Eltern, dass sie noch nie in Afrika war, dass sie noch nie zelten war. Und was offensichtlich war, sie war von uns allen die unfitteste. Und sie hatte
panische Angst. Und das war der Moment, wo ich mich so hätte ohrfeigen können für meine Ignoranz, für meine Beurteilung, für meine Verurteilung, die einfach stattgefunden hat und wo ich leider sagen muss, dass ich nicht immer davor gefeit bin, sowas nicht zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir schaffen das hier nur als Team. Wir kommen durch die Wüste nur als Team. Und eine ganz klare Regel ist, wir gehen gemeinsam rein und wir kommen gemeinsam wieder raus aus dieser Wüste. Und wir hatten einen Arzt dabei und wir haben dann die Ivy wirklich händchenhaltend mit dem Arzt losgeschickt. Ich habe lange mit ihr noch geredet. Wir haben ihr natürlich, es gibt immer Möglichkeiten, auch mal abzubrechen, wenn es passieren sollte, aber ich habe geschafft, so viel Mut zuzusprechen, dass sie wirklich Händchen halten, dann mit dem Arzt, der normalerweise im Begleitfahrzeug gewesen wäre, aber in dem Fall ist er dann mit ihr gelaufen, den ersten halben Tag loszulaufen. Und wir haben es geschafft, die Ivy durch diesen ersten Tag zu bringen. Haben dann mitten in der Namib, also da gibt es keine Oasen oder so, hat das Team immer an besonders schönen Orten dann unsere Camps aufgebaut, wo wir dann zum Sonnenuntergang meist ankamen. Und so sind wir einen Tag nach dem anderen gelaufen, mit den unglaublichsten Erlebnissen, mit Glücksmomenten, mit Tränen, mit anstrengenden Momenten, mit Jubelschreien, mit Schimpfereien, weil es einfach gerade anstrengend wurde. Also wirklich emotional alles durchgemacht. Und sie war dabei. Sie war wie so ein kleiner Trooper, der einfach ganz kontinuierlich mitgelaufen ist. Sie ist nicht vorne im ersten Drittel und auch nicht im zweiten Drittel mitgelaufen, aber sie ist mitgelaufen. Und nach 5 Tagen nichts als Sand in alle Himmelsrichtungen sind wir am Atlantischen Ozean angekommen. Und wir stehen also da, die Wüste hinter uns und vor uns dieser brüllende, tosende Atlantik und neben mir Ivy. Und Ivy hatte Tränen in den Augen. Sie hat mir ganz tief in die Augen geschaut und hat mir dann gesagt, Sonja, du weißt genauso wie ich, dass ich wirklich Bedenken hatte, dass ich es schaffe. Aber jetzt, wo ich die Namib erobert habe, weiß ich, dass ich in meinem Leben alles erreichen kann. Und ich glaube, das ist Grund genug und Erklärung genug, warum ich gerade mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Executives so gern an extreme Orte gehe, weil da eine Transformation möglich ist, die einfach in einem Meetingraum oder über Zoom nicht möglich ist. Ja, coole Ivy-Story. Freut mich. Ich habe echt gehofft, es gibt ein Happy End und zum Glück Wir gibt sind es auch sehr eng befreundet mittlerweile. Also das sehr ist, gut, also ja. aus einer anfänglichen, schwierigen Beziehung wurde eine ganz enge Freundschaft. Eine so tolle Frau. Ganz genau. Und wenn wir uns, glaube ich, alle selber fragen, wahrscheinlich nicht so was Extremes gemacht, aber jede Reise in ein weit entferntes Land macht natürlich auch was mit uns, egal ob wir da zum Studieren, zum Fotografieren oder was auch immer da sind. Und wenn man das so extrem macht, wie ihr das macht, also nicht im Bus, sondern durch die Wüste zu laufen, dann macht das natürlich erst recht was mit Genau. einem. Und ich Vor glaube, allen Dingen am dann auch, Entschuldigung, wenn Ende. ich da kurz unterbrechen darf, vor allen Dingen auch mit den anderen in der Gruppe. Das macht eben auch noch ganz viel aus. Wer sind die anderen, die diese Reise, diese Expedition mit dir machen? Und deswegen bin ich so ein großer Fan davon, immer wieder solche Erlebnisse für Frauen, die eben sehr erfolgreiche Executives oder Unternehmerinnen sind, anzubieten, um gemeinsam sich dann auch noch mal so anzuheben auf ein neues Niveau und diese Transformation eben gemeinsam durchzumachen, macht einen Riesenunterschied nochmal. Yes, danke für die Ergänzung. Und jetzt, liebe Zuschauer, habt ihr die Qual der Wahl. Welche Reise möchtet ihr machen? Möchtet ihr die Reise erstmal ins gedankliche Ich-Universum? Dann empfehle ich euch das Workbook zum Thema Ich. Oder seid ihr vielleicht ganz, ganz mutig und interessiert euch für eine der Reisen, die Sonja anbietet? Dann werden wir natürlich auch einen Link zu ihrer Homepage reinpacken. Und über die Homepage, da gibt es auch die Möglichkeit, dann der Kontaktaufnahme. Sonja, ich danke dir sehr für deine Geschichten, für deine drei tollen Fragen. An zwei von denen werde ich mich gleich morgen setzen. Die dritte habe ich schon. Und liebe Zuschauer vielleicht oder Zuhörer, vielleicht habt ihr ja noch alle drei.
3 noch nicht für euch beantwortet. Und falls ihr mehr über Sonja wissen wollt, auf der Homepage gibt es ganz viele Informationen. Du hast ja auch einen YouTube-Kanal und du hast auch einen Podcast mit dem Titel Create a Living Legacy. Also wenn man will, findet man dich auf jeden Fall im Internet. Danke, dass du da warst. Danke für die spannenden Stories. Und vielleicht bis bald mal auf einer Speakerbühne, zum Beispiel in Stuttgart. Richtig. Danke dir, lieber Vlad. Es war so schön, mit dir jetzt hier diesen Samstagnachmittag zu verbringen. Klasse. Und ich freue mich wirklich sehr auf ein persönliches Kennenlernen. Alles klar. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.